Bis diese Kleinen sich für eine Ausbildung oder einen Beruf entscheiden, wird es wohl noch etwas dauern. Den Nachwuchs hat man bei Otto Heil in Eltingshausen allerdings fest im Fokus. Und auch am Baubereich gehen die aktuellen Entwicklungen nicht vorüber. Wir sind ein Betrieb, der seit Jahrzehnten, seit über 100 Jahren ausbildet. Wir haben in den letzten 20 Jahren 200 junge Menschen in einen Beruf gebracht, in den verschiedensten Sparten. Und wir sehen, dass derzeit die Lage relativ schwierig ist, gute junge Leute zu bekommen. Und nicht nur im Landkreis Bad Kissingen. In ganz Bayern hat sich die Branche damit auseinanderzusetzen. Es ist natürlich die Frage oder das Thema der Demografie auch bei unseren Baufirmen nicht vorbeigegangen oder geht nicht vorbei. Aber Firmen, die sich um Ausbildung bemühen, eigene Leute ranziehen, solche Tage wie heute machen, sich darstellen, gewinnen den Nachwuchs nach wie vor und schicken dann ihre jungen Auszubildenden auch in unsere Trainingszentren. Pack mit an, so heißt die Initiative am Tag des Handwerks. Bauolympiade, Kransimulator, Nivellieren. Der Weg ins Handwerk soll den Auszubildenden von morgen näher gebracht werden. Denn wer immer mehr mit Studium und anderen Ausbildungswegen konkurriert, der muss auch etwas anbieten. Ja, das ist ganz entscheidend, dass die jungen Leute, die bei uns eine Lehre anfangen, beispielsweise auch Paten zugeteilt bekommen, die sich um diese jungen Leute kümmern, die sie während der Ausbildung begleiten, dass wir ordentliche Ausbildungszentren haben. Wir sind ja organisiert über den Bayerischen Bauindustrieverband, das auch seit Jahrzehnten. Die haben Ausbildungszentren in Nürnberg und in München. Weniger Auszubildende als noch im Vorjahr im Landkreis. Das Handwerk sucht nach Strategien. Das wird auch in der Podiumsdiskussion deutlich. Imagekampagnen, Elternarbeit, das Aufzeigen der Karrieremöglichkeiten. Die Wege sind vielfältig. Auch die Politik ist da gefragt. Wir machen sehr viel in diesem Bereich. Verschiedene Instrumente. Das ist ja heute eine Aktion, Tag des Handwerks, das wird allgemein gemacht. Aber wir versuchen gerade in der Schule die Übergänge optimal zu begleiten mit dem Berufsorientierungsnetzwerk, wo Sozialpädagogen schon beginnen in der 7. Klasse und schauen, welcher Ausbildungsplatz passt zu welchem Schüler. In der 8. Klasse folgen dann Praktika in den Betrieben. Wir haben über 800 Betriebe, die sich dann im Landkreis schon beteiligt haben. Und dadurch ist natürlich eine klare Orientierung. Wir haben weniger Abbrecher. Auch das Image der Mittelschule gilt es zu verbessern. Da sind sich die Teilnehmer einig. Ebenfalls eine Aufgabe der Politik. Ich denke, Politik kann auch ein bisschen zum Image beitragen. Und ich halte es absolut eigentlich für schwierig, wenn man sich in der Politik jetzt 2 Jahre lang nur mit der Frage G8, G9 befasst hat, aber die anderen Möglichkeiten, die das bayerische Schulsystem, das mehrgliedrige Schulsystem bietet, einfach nicht in den Vordergrund stellt. Und wenn man vielleicht diese Diskussion auch öfters pflegen würde, würde vielleicht auch das Image eine ganz andere Dynamik bekommen. Für das Unternehmen Otto Heil hat sich der Tag auf jeden Fall rentiert. Schon nach wenigen Minuten sind die ersten Praktikumsanfragen da.